Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von meinem Vlog. Diese Woche war ich unterwegs nach Düsseldorf zu meiner Arbeit und was ich dort alles erlebt habe und wie das alles überhaupt aussieht, wenn man unterwegs mit dem Rollstuhl ist, das könnt ihr jetzt sehen. Viel Spaß! Ich glaube, ich habe gerade meinen Zug verpasst, leider. Das passiert mir eigentlich nicht so oft. Hier bin ich am Hauptbahnhof angekommen, am Bochum Hauptbahnhof mit der U-Bahn und der Ton war leider nicht so, wie ich ihn haben wollte. Auf geht's zu dem zweiten Aufzug. Der ist ein bisschen gruselig zu fahren, ehrlich gesagt, weil er so steil nach oben fährt, so schräg. Am Gleis muss ich immer, bevor ich in die Züge einsteige, dem Schaffner Bescheid sagen, beziehungsweise dem Bahnpersonal, damit sie mir die Rampe vom Zug organisieren. Ich bin gerade unterwegs nach Düsseldorf zu meiner Assistenz. Da arbeite ich neben meinem Studium noch ein bisschen, um meinen Lebensunterhalt zu finanzieren, Miete zu bezahlen und was zu essen zu kaufen und so. Ja, bei meiner Assistenz mache ich Bürokram. Ich habe vor 7 Jahren circa eine kaufmännische Ausbildung gemacht zum Kaufmann Gesundheitswesen. Und da erledige ich ein paar Bürotätigkeiten und ein bisschen auch was Organisatorisches. Meine Assistenz ist ein Unternehmen für Assistenz für Menschen mit Behinderung. Diese Assistenz ermöglicht Menschen mit Behinderung ein selbstbestimmtes Leben. Wichtig ist dabei halt, dass sie nicht betreuen, sondern wirklich nur assistieren. Dort arbeite ich circa seit einem Jahr und verdiene nebenbei halt so meinen Lebensunterhalt. Wenn ihr Fragen dazu habt, könnt ihr mir sie gerne in den Kommentaren stellen und ich beantworte sie euch dann. Das ist eine von vielen Rampen, die in solchen Zügen angebracht sind. Und manchmal ist das Problem mit dieser Rampe, dass sie nicht über den Bahnsteig ausgeklappt werden kann. Und dafür hat die Deutsche Bahn jetzt so eine mobile Rampe in den Zug eingebaut. In Bochum und Düsseldorf funktioniert das glücklicherweise. Und bis ich dann auch immer meine Position gefunden habe im Zug, dauert auch immer. Und dann bin ich 45 Minuten unterwegs nach Düsseldorf. Meistens höre ich auf der Fahrt Musik und schalte ein bisschen ab. Nach der Arbeit habe ich euch noch eine Besonderheit vorbereitet und zwar hat die Patricia, meine Chefin, ein barrierefreies Auto und sie nimmt mich halt immer mit. Und das muss ich euch unbedingt zeigen, weil das total das abgefahrene Teil ist. So, da bin ich wieder. Ich habe mit meiner Rechten meine Chefin sitzen, die Patricia. Sie ist unter anderem, also sie ist nicht nur meine Chefin, sondern auch meine persönliche Chauffeurin. Weil sie besitzt nämlich ein Auto, mit dem sie fahren kann mit ihrem E-Rollstuhl. Und praktischerweise kann sie mich auch ständig mitnehmen. Und wie das Ganze jetzt aussieht, zeigen wir euch jetzt. Da steht das schöne Ding. So sieht's von innen aus und da fährt die Rampe raus. Und da geht's hoch in die Luft. Patty fährt dann immer auf die Beifahrerseite und ihre Assistentin fährt das Auto. Jetzt bin ich dran. So, und dann parke ich nämlich hier, wenn ich fähig dazu bin. Manchmal bin ich es nicht. Ja. Und dann können wir zusammen Auto fahren. So, dann parke ich den hier und setze mich einfach da drüben auf den Sitz. Da setze ich mich jetzt hin.
Zack. Und dann kann unser Roadtrip beginnen. Ich habe zu Patricia schon gesagt, dass wenn wir beide mal ordentlich Zeit haben, wir auf jeden Fall so eine Europa-Tour oder so machen müssen. Das wäre auf jeden Fall mega geil. Und irgendwann, wenn ich reich und berühmt bin, kann ich mir auch so ein Auto leisten. Und dann werde ich das all meinen anderen Freunden ohne Auto weitergeben. Und genau wie Patricia das jetzt mit mir macht. Sie wurde nämlich jahrelang auch von einer Freundin mitgenommen. Und jetzt gibt sie das weiter, sagt sie immer. Und ja, das ist einfach wunderbar. Danke, Patti! Gerne! Das war's auch schon von der zweiten Folge von meinem Vlog. Wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, gab es ein paar Probleme mit dem Ton. Ich hoffe, es war trotzdem alles gut verständlich und es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir bitte einen Daumen oben da, abonniert den Kanal, damit ihr die weiteren Folgen nicht verpasst. Und dann freue ich mich schon auf die nächste Woche mit euch.